Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute zu der Preview vom AC1 Sentinel dabei seid. Dabei handelt es sich hier um diesen Stufe 4 mittleren Panzer. Nach jetzigem Stand wird es ein Premium-Panzer sein. Man kann es natürlich nie so ganz sagen, aber Premium-Panzer soll es wohl werden. Und wir schauen uns mal so ein bisschen die Fahrzeugdaten an und natürlich auch die Historie. Im Jahre 1941 im Rahmen des Programms für australische Kreuzerpanzer entwickelt, geplant war, 2000 Fahrzeuge zu bauen. Zwischen 1942 und 1943 wurden jedoch nur 65 Fahrzeuge mit der Seriennummer 8001 bis 8065 gebaut. Im Juli 1943 wurde entschieden, die Entwicklung und das Programm einzustellen. Das Fahrzeug wurde nie im Kampf eingesetzt und nur für Ausbildungszwecke verwendet. 1946 wurden sie ausgemustert. Also man sieht, in der Realität war dem Fahrzeug keine so colorreiche Rolle zugetan. Und ich kann euch auch sagen, aktuell sehe ich da im Spiel auch eher schwarz. Warum? 370 Struktur, wie wir hier sehen. Die Höchstleistung mit 330 PS. Dementsprechend braucht er lange, bis er auf Geschwindigkeit kommt. Die 60,4 km/h kriegt er mit starken Neigungswinkel des Gefälles hin. Ansonsten wird es auch da sehr schwierig. Die Wannenpanzerung, die Turmpanzerung im Tier 4 okay, aber sobald 5 und 6 kommt, und das hatte ich mit dem Panzer sehr, sehr häufig, wird es unglaublich schwierig. Der Standardschaden um die 40 kann man so sagen, 40, 45, dafür lädt er sehr schnell nach. Man sieht es an der Feuergeschwindigkeit, aber das muss man halt auch erstmal aufs Papier bekommen. Turmdrehgeschwindigkeit, Funkreichweite, ja, wie man sieht. Besatzung, ein Kommandant, ein Richtschützen, ein Fahrer, ein Funker und ein Ladeschütze. Ihr habt ja gesehen, eigentlich ein australischer Panzer. Hier im Spiel kommt er aber als Brite daher. Also dementsprechend im United Kingdom verwurzelt. Und zur Kanone noch gesagt, eben der Schaden, mittlerer Schaden 45, der Durchschlag 88 bis 121 und die Zielerfassung für diese Art der Kanone mit 2,7 Sekunden immer noch recht lang, die Streuung 0,37. Also das Fahrzeug ist definitiv nicht leicht zu meistern. Ganz im Gegenteil, ich finde ihn sogar sehr anspruchsvoll. Und die Runde, die ihr jetzt sehen werdet, das ist auch gleichzeitig wirklich meine beste Runde. Also lacht mich nicht aus, aber es gibt halt manche Panzer, die liegen einem etwas besser oder liegen einem schlechter. Der AC1 Sentinel ist einer, der mir definitiv schlechter liegt und ich werde ihn mir auch ziemlich wahrscheinlich in der jetzigen Form nicht kaufen. Aber ich habe die Hoffnung, dass Wargaming da noch ein bisschen nacharbeitet und dementsprechend den überarbeitet. Also von dem her, lasst ihn uns anschauen. Im Gefecht eine Sache vielleicht noch zum Thema Äußeren, weil Tarnung ist ja natürlich immer ein Thema, dass ihr mal seht, was sind so die Möglichkeiten, aber das sehen wir im Prinzip nichts Neues, beziehungsweise so wie man es halt kennt. Ja, ganz schnieke. Also von dem her sollte da schon ein bisschen was für jeden dabei sein. Jetzt lasst uns aber das anschauen. Ich spiele die Runde jetzt auch genauso wie hier gezeigt. Mit Lüfter, mit Richtantrieb und mit Ansetzer. Wobei 10% Nachladezeit zum Beispiel bei der Kanone. Es kann man auch vielleicht was durch was anderes ersetzen. Auf jeden Fall wird er jetzt so mal präsentiert. Und schaut doch mal, wie er so performt im Gefecht. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks, ein Live gespielt mit eurem Rio und ich bin nicht alleine, der liebe Alcaramba ist mit dabei. Hallo. Hallihallo, Hallöchen und willkommen bei mir jetzt nochmal zurück in der Vorschau von dem Video, weil Rio und ich, wir nehmen so ein bisschen auf unterschiedliche Arten und Weisen auf. Bei ihm ist das Gameplay eingespielt, bei mir gehört es mit zur Preview und wir hoffen, dass wir beide am Ende den Panzer dementsprechend präsentieren können. Immer mal sind wir wieder in ein Low-Tier-Match gekommen. Ist nicht ganz einfach, so einen niedrigstufigen Panzer zu reviewen oder euch dann so ein bisschen zu präsentieren. Vor allem, wenn es so ein Panzer ist. High-Alpha-Kanone. High-DPM-Kanone, nicht High-Alpha, sorry. High-Alpha, alles... Oh, da kommt ein Rudi. Boah, der kommt hier sogar hochgecharged, wie so ein... sonst was. What the... Das ist nicht normal, Alter. Warum kann er mich so Platz treffen? Ja, sehr, sehr ärgerlich, dass der da so gleich hochcharge. Aber da merkt man halt, wenn man Low-Tier ist und da kommt so ein Sechser, dann
ist es halt extrem hart und ja, das macht so eine Preview nicht wirklich leichter und besser. Ich hoffe, dass ich versuche für uns das nochmal rumzureißen. Ja, T28. Bam. Der war gut rausgenommen. Gott, zwar nicht von mir, aber ich nehme den trotzdem dankend an. Und wenn man hier, wenn man runterfährt, da kommt er dann auf seine 60 km/h. Allerdings ist es eben nicht so leicht. Hat keine gute Power-to-Ton-Ratio, ja. Nee, absolut nicht. Panzerung übrigens frontal, 65 mm. Wenn man Top-Tier ist, kann man damit wahrscheinlich sogar was anfangen, weil die Winkel gar nicht so schlecht sind. Aber Low-Tier, ouch. Ja. Niedriger HP-Pool, könnte man auch noch dazu sagen. Absolut. Aber es ist halt ein T4er. Wie man hier schon sieht, auch kein Special Matchmaking. Also er sieht tatsächlich auch T6er und da ist der Panzer ein bisschen verloren. Da fühlt er sich absolut nicht wohl, das kann man mal sagen, wie es ist. Und verkommt zur Goldschleuder. So, wo fährt denn der Cromwell hin? Und wo ist der VK? Boah. Fragen über Fragen. Ist der Bergaufträger. Da ist der VK. Ah ja, bergauf will er, mag er nicht. Ich habe erst 2 Hits abbekommen, ich habe noch 59 HP, also der HP-Pool ist gigantisch. Frag mich, was sich die Entwickler gedacht haben, als sie diese Knubbel modelliert haben. Alter, die Su. Die geht steil. Die geht aber sowas von steil. Ich versuche mir noch das Haus zu schießen. Schaffe ich aber nicht mehr. Ja. 12 Hits und 530 Schaden gemacht. Sehr mühsam. Und meinen vielen hat Schaden gemacht. Naja. Ja. Abschließend würde ich sagen, ein interessanter Stufe 4 Panzer, der nicht mein Favorit wahrscheinlich am Ende des Tages wird. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Tschüss.